Moin Leute, herzlich willkommen zu... Scheiße, ich muss das Ganze neu synchronisieren. Have you ever just sat down your car keys? Just to have them disappear? He can't walk away, you might tell yourself. Well, you're right. But what if someone could be walking away with them? That's what me and my team do, math with humans. Intricate precision is required to do our job. Our only rules are to get in and out as quickly as possible and never be seen. Jo, damit auch herzlich willkommen zu Gnomes, das erste Video, das ich hier versuche aufzunehmen unter Windows 10. Und ihr merkt, ich habe hier einige Probleme. Audacity läuft irgendwie nicht mehr, da muss ich mir hier mit einer anderen Billig-Software behelfen zum Ton aufnehmen. Das Bild nehme ich gerade auf mit dem Xbox DVR. Aber ja, es hat wahrscheinlich ein bisschen Verzögerung, weil das Programm ständig abschmiert. Und ja, das Spiel habe ich schon angespielt, wie man im Hauptmenü vielleicht gesehen haben sollte. Wir sind jetzt hier bewegen und das hat schon wieder viel zu lange gedauert. Mit R kann man zurückspulen. Die Steuerung finde ich das nicht wirklich so gut. Wir brauchen einen Schlüssel und um dann diese Schlüssel zu holen. Und den gehen wir dann hier zurück in die Höhle. Replay. Wow. Okay, es ist ja so Jump-Run-mäßig, aber wir müssen unseren Zwerg oder Gnom immer zuerst anklicken. Ey, mir fällt gerade auf, mir wird hier mit dem Xbox DVR angezeigt, wie lange ich schon aufnehme. Ist ganz nice. Das müssen wir mit dem da hoch, jetzt müssen wir ein R drücken und wenn wir mit dem dahin kommen, ist ein bisschen kompliziert. Weiter. Jetzt müssen wir dahin und dann werfen und dann zurückspulen, damit wir zu dem wechseln können und dann da rein. Also wieder E. Also wirklich nicht so optimal gelöst, wenn ich jetzt die Störung mit Tab, können wir das vielleicht ein bisschen besser machen. Aber hey, ist ein Indie-Game. Dann bleibt Humans Siege. Das müsste ich ganz kurz demonstrieren. Die sehen uns da durch das Fenster dort. Ich weiß nicht, ob Xbox jetzt meine Maus aufzeichnet. Aber ja. Ich spule einfach mal ganz zurück. Jetzt stehen wir anklicken und können hier Jump-Run-mäßig drüber jumpen, aber das ist gar nicht so leicht hier. Steuerung ist arg gewöhnungsbedürftig, obwohl es geht eigentlich. Ich persönlich fand Jolly Watcher schwieriger. Muss ich halt enorm konzentrieren. Ja, so etwa. Ich sollte vielleicht so weit zurückspulen, dass ich auf der Plattform noch stehe. Okay, und jo. Jo, wir müssen jetzt hier Suizid begehen, damit der sich umdreht und wir dann hier rüberspringen können. Ohne dass wir gesehen werden. Ist ganz lustig. Jetzt... Was ist mit den Rocks? Ach so, jetzt müssen wir noch dahin gehen. Erstmal da die Scheibe einwerfen, damit wir da rauskommen. Ja, dann werden wir gesehen. Ach, da liegt noch ein Stein, okay. Ich muss mit dem dann nochmal da so machen, dann nicht dem. Mache ich das so. Und so. Dem und dann machen wir E. Machen wir R zu dem und legen die Schlüssel. So leicht geht das Spiel. Security Cameras. Okay. Da müssen wir die, glaube ich, wieder ablenken, damit den auf die Kamera schaut. Ja, so leicht geht das. Und dann können wir schon da reingehen. Juhu. Achso, ich habe versehentlich Zurücktaste gedrückt. Oh shit. Wir müssen jetzt an die Schlüssel. Also musst du auf den. Ne, dafür müssen wir erstmal da reinkommen. Oh. Okay. Ne, oder? Der muss. Kann das auch springen? Ah, das Ding bewegt sich. Das ist gut. Oh komm, Mann, was ist das für eine Scheiße? Störung nervt manchmal. Jetzt da rein. Jo. Warten, dass das Ding wieder weg ist. Okay, jetzt können wir mit dem da die Schlüssel holen und warten. Okay, weiter. Blaue Knöpfe. Okay, wir müssen da oben drauf. Dafür müssen wir da durch. Ach, ich will mal ganz zurück. Ich glaube, wir stellen hier den da oben hin. Wohl so geht es auch, wenn das ja gleichzeitig läuft. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, das war zu langsam. Ich glaube, wir müssen den hier nochmal ansteuern, damit jetzt hier auch, also damit dem seine Aktionen zurückgesetzt werden. Ne, warte, das müssen wir mal anders machen. Oh Mann, das reagiert schon da, okay, das ist scheiße. Oh Mann, was soll das? Jetzt können wir es schaffen. Nein! Oh Mann, ich nehme auch schon wieder viel zu lange auf. Okay, ich würde einfach mal sagen, sehr schönes Spiel. Könnt ihr gerne selber spielen. Ich habe jetzt hier schon 10 Level von 20 gespielt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch einen Daumen nach oben da. Und jo, bis zum vielleicht nächsten Video wieder unter Windows 7, dass ihr weiterhin so Probleme macht. Ciao.